Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD der Steam-Version. Ja, wir sind wieder in dem total verpesteten Sei an. Was liegt da rum? Achso, eine Bombe. Auch gut. Ja, wir sind in Sei an wieder zurück, nachdem wir oft in dem Schiffswrack waren und dem Wasserdrachen gekommen sind, ohne dass er uns fischbot. Und haben jetzt den Schrumpfhammer oder Schrumpftalisman. Ich glaube, es ist ein Hammer. Bekommen. Die haben es irgendwie in solchen Spielen mit Schrumpfhämmern. Das erste, das mir so einfällt, ist Secret of Mana. Wie auch immer man jemanden mit einem Hammer schrumpfen kann. So, wir wollen jetzt wieder zurück hier rein. Mal gucken, ob... Ja, sie ist wieder hier. Oh, den Göttern sei Dank, du bist in Sicherheit, Amaterasu. Na, Pummel, was macht ihr hier? Und wieso habt ihr uns nicht von dem Monster erzählt? Ich bin sicher, dass ich den Wasserdrachen erwähnt habe. Ja, Isol hat sie dreimal oder so. Oder etwa nicht? Was soll's, ist ja auch egal. Auf jeden Fall solltet ihr nicht versuchen, uns reinzulegen. Wovon redest du da? Ich wurde auch beinahe lebendigen Leibes verspeist, weißt du? Aber wie konntest du entkommen? Du bist ein eher langsamer Schwimmer. Was habt ihr gerade gesagt? Nehmt das zurück. Ami ist da etwas empfindlich, was ihre Schwächen angeht. Tut mir leid. Die Funkstäbe, wenn sie nicht auf dem Schiff sind, wo verdammt nochmal sind sie dann? Wenn sie in der See verloren sind... dem gewaltigen Reich des Wasserdrachen, dann werden wir sie niemals finden. Ach, sei doch nicht traurig. Ich hasse es, dich und deine beiden Freunde weinen zu sehen. Ja. Ich weiß aber, was wir mit dem Hammer machen müssen. Was eigentlich klar, wie Kloßbrühe sein sollte. In Himikos Palast kommen wir nicht rein. Das ist das protzige Ding hier. Was auch immer sie da oben angebracht hat, sieht aus wie eine riesige Schale oder so. Nein, wir müssen da, wo die Giftgülle rausdrückt, hin. So. Die Jungs ignorieren wir einfach herzlich und hierhin. Hey, hey, jetzt haben wir dich in die Enge getrieben, du Zepter. Kein Schatz ist dem großen Isol nie entgangen. Ich werde dich an einen gierigen Händler verkaufen und... Hm? Hey, warte. Sieh dir das mal an, Ami. Ist das nicht der Palast, aus dem der wirbelnde Nebel kommt? Hast du dich von uns aus einem bestimmten Grund hierher jagen lassen, Zepter? Warte, ich glaube, ich hab's. Der Wunschzepter kann Menschen schrumpfen, stimmt's? Du willst Ami hier schrumpfen. Du willst, dass wir dieses bedrohlich aussehende Loch reingehen, oder? Ich weiß nicht. Warum sollte dieses Zepter wollen, dass wir hier reingehen? Nun, wir sollten es herausfinden, Ami. Ich meine, dieser Palast muss die Quelle von diesem Nebel sein. Wenn Königin Mikus sich nicht um die ganze Schlamasse hier kümmert, dann müssen wir halt die Wahrheit herausfinden. Und wir haben in dieser verdammten Stadt auch noch keine einzige Pinseltechnik gefunden. Wie sollen wir sonst in den Palast hineingelangen? Okay, Zepter, wir werden in das Loch hineingehen. Nun komm schon und lass deine Magie mal auf das Faker hier wirken. Fertig zum Schrumpfen, Ami? Fertig zum Schrumpfen? Klar, immer doch. Genau das wollte ich hören. Das Faker gehört nun ganz dir, Zepter. Schrumpf los. Ja. Jetzt ist Isol sogar größer als wir. Wem sollen wir jetzt in den großen Zeh beißen? Ja.
Aha, du solltest den Ausdruck auf deinem Gesicht sehen. Ein bisschen das Wunschzepter schwingen und schon bist du auf meiner Größe. Der ist nicht zum Leute verprügeln, du Dummerchen. Junge, ich werde es nie müde, mit deinem Kopf rumzuspielen. Ah, das ist Isun, ein kleiner Knirps. Hä? Was ist denn in dich gefahren? Hast du bereits vergessen, wie ich aussehe? Nur hör mal zu, Fake Noel. Das solltest du dir diesmal besser merken, oder? Ich bin Isun, der wandernde Künstler, kapiert? Wandernder Künstler ist so mal 1000, ja. Und außerdem bin ich so unglaublich gut aussehend. Nicht wirklich. Wer sonst hätte es sein können? Ich wette, du siehst mich jetzt in einem ganz neuen Licht. Sie interessiert sich schon nicht mehr für ihn. Hey, hey, ich rede mit dir. Ach, vergiss es. Lass uns mal den Palast untersuchen gehen. Wir müssen herausfinden, was hinter diesem wirbelnden Nebel steckt. Du bist jetzt nicht größer als ein Staubkorn, aber ich wette, du hast immer noch eine Menge Kampfgeist in dir. Ja, toll. Nun keine Zeit zu verschwenden, aber erst musst du noch etwas wissen. Ich meine, das ist eine komplett neue Welt für dich. Ich bin hier, um dir zu helfen, wenn du wirklich Hilfe brauchst. Zum Beispiel diese in Kinn eingewickelte Kiste da drüben. Wenn du mich mit deinem göttlichen Pinsel dorthin leiten kannst, dann werde ich sie aufbrechen und den Inhalt rausklauen. Komm schon, lass es uns gleich mal hier einmal probieren. Das ist es, was ich gemeint habe. Hey, ich kann sich meinem treuen Schwert Denkomaru in den Weg stellen. Aber hör zu, ich möchte nicht, dass du auf irgendwelche komischen Ideen kommst. Ich mag eine fiese Kampfmaschine sein, aber komm nicht auf die Idee und lenke mich auf Monster. Ich meine, ich könnte total außer Kontrolle geraten, wenn du das machst, weißt du? Du wirst danach durch Blut warten müssen. Okay, wenn es alles klar ist, lass uns losgehen. Ja. Wir haben jetzt einen... Ach, herrje. Wow, das war knapp für Zoami. Merk dir, du bist jetzt nicht größer als ein Staubkorn. Pass besser auf oder wir werden noch plattgetreten. Hey, jetzt weißt du, wie es mir geht. Aber egal, der Nebel wird immer dichter. Kann das sein? Ich wusste, dass dieser Palast irgendwas Verdächtiges an sich hat. Ja. Wir können nicht durchs dichte Gras, aber Stiefel können es. Speichern wir mal lieber, bevor wir ganz zertappt werden. Ja, wir sind mit 20 Stunden schon gut dabei. Na? Wie kriegen wir das wieder runter? Weil Isun kann es nicht zerhäckseln. Hast du das gesehen, Ami? Das nennt man eine Blockierspinne. Diese fiesen Krabben lassen dich manchmal einfach nicht vorbei. Normalerweise lassen sie dich in Ruhe, aber sie können unberechenbar sein. Pass einfach auf, was sie machen. Vorsicht besser als Nachsicht. Okay, Fuß. Wow, warum reißen wir Perlenhalter? Keine Lust mehr? Auf Laufen oder was? Nun, dem Reißen hier scheint es nicht auszumachen. Also lass es uns genießen, also dem Reißenden. Nö, wir fahren einfach durch seinen Fuß durch. Giftsapsche. Hey, was ist das? Hört sich an, als ob jemand weinen würde. Ist das nicht eine Gefängniszelle? Dann ist jemand. Aber ich kann nicht erkennen, wer sie ist. Sie hat uns den Rücken zugekehrt. Normalerweise stellen sie sich als hässlich heraus, wenn sie sich dann umdrehen. Und außerdem könnte sie die Aufmerksamkeit auf uns lenken, falls sie laut wird. Vergiss sie, lass uns weitergehen.
Tja, ist so. Wir werfen dich mal in die Sapsche. Göttliches Amulett. Maximale Göttlichkeit, das ist immer gut. Noch ein Reiseglücksbringer. Die Göttlichkeit um 1. Sollte ich vielleicht öfter mal benutzen. Oh, ein blitzendes Etwas. Kann ich dich pusten? Ja, ich muss dich pusten. Jetzt kann ich dich schneiden. So, und zerhexen. Ja, Schaden haben wir etwas einstecken müssen. Zeit war auch nicht so schön. Hm. Ja, noch mehr Füße. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man kann was mit dem Insekt da machen. Aber nö. Ach ja, hier die Kehrabteilung. Genau, einfach mal alles ein bisschen fluten. Naja, viel haben wir damit wohl nicht geflutet, nö. Spurkus, behandeln uns nicht wie Dreck, nur weil wir das Baden nicht mögen. Ich glaube, wir werden nicht an diesem Reinigungsfreak vorbeikommen. Danke. Mist. Der Schuh ist Fuß ist falsch platziert. Kannst du den bitte richtig platzieren? Danke. Also erstmal können wir hier wieder was zerbomben. Sah jedenfalls danach aus. Ja. Goldener Pfirsich. Der würde den Magen komplett füllen, aber brauchen wir noch nicht gerade. So, an dem Carefree kommen wir wirklich nicht vorbei. Und ich glaube, da hinten gibt es auch nicht wirklich was gerade. Können wir seinen Pinsel... seinen Pinsel... Nö. An dem kommen wir nicht vorbei. Hoffen wir einfach mal, dass da hinten nichts ist. Ich wundere mich echt, dass mich die Spinne durchlässt. Hallo, ist hier irgendjemand? Mhm. Seid ihr die Träger des Zepters? Das ist für mich schwer zu sehen. Träger des Zepters? Was verdammt nochmal meinst du? Wer seid ihr?
Oh, wir kommen hier nur zufällig vorbei. Bist du das Mädchen, das wir vorher weinen gehört haben? Hat sich ein bisschen gestellt angehört, wenn du mich fragst. Du bist doch kein böses Monster, das versucht, uns reinzulegen, oder? Was? Oh, nein, zumindest glaube ich das. Ich kam in die Stadt, sei an, um etwas Bambusware meines Großvaters zu verkaufen. Aber der Kaiser, der in diesem Palast hier lebt, hat mich einsperren lassen. Die Bambuswand deines Großvaters? Dein Opa ist nicht zufällig Herr Bambus aus dem Dorf Kusa? Du kennst meinen Großvater? Er hat mich damals im Dorf Kusa aufgezogen. Mein Name ist Kaguya. Mondlichtschönheit Kaguya. Ah ja. Aber ich befürchte, das ist alles, was ich euch erzählen kann. Ich weiß gar nicht, warum ich hier eingesperrt wurde. Ich weiß noch nicht einmal, wer ich eigentlich bin und woher ich ursprünglich komme. Schon wieder eine Braut? Wie kann dieser Herr Bambus eine so schöne Enkelin haben? Nun bleib einfach ruhig sitzen, Zuckerschnecke. Wir werden dich da rausholen. Der große Isum wird den gemeinen alten Kaiser schon wieder zurechtbiegen. Da werde ich zurückkommen und dich befreien. Nein, ich, keine Sorgen, Süße, bleib einfach ruhig. Wir werden jede Ecke und jeden Weg vor diesem Palast absuchen. Und ich werde diesem Kaiser mal ordentlich die Meinung sagen, wenn ich ihn finde. Also verbrich bitte mal nicht deinen kleinen süßen Kopf. Meine Partnerin hier mag ja im Moment nicht nach viel aussehen, aber dieses Fellknäuel hier ist eigentlich die große Amaterasu. Und jetzt bleib ruhig und entspann dich, wir kümmern uns darum. Los weiter, Ami. Ich weiß nicht, ob das helfen wird, aber der Kaiser hat einige Schätze in der Ecke seines Gartens verbuddelt. Aber bitte bringt euch nicht in Gefahr, ihr Beine. Überlasst das mal alles uns, Zuckerschnecke. Ja, das Problem ist, in die Ecke, da kommen wir nicht. So, hier hast du einen Pfeil. Ich wollte eigentlich gerade fragen, muss ich mir um die Käfer Sorgen machen? Achso, das ist nicht zum Buddeln, sondern zum Sprengen. Na dann. Oh, abwärts ins Reich der Käfer. Jackpot, warum sollte der Kaiser seinen Schatz hier verstecken? Ich konnte es schon seit einem Kilometer riechen. Sieh dir mal dieses komisch aussehende Ding an, Ami. Das nennt man eine Plattformspinne. Wie du siehst, gehen sie den ganzen Tag nur vor und zurück. Eigentlich sind sie harmlos, solange du nicht so lange auf ihrem Rücken stehst. Einige mögen das nicht und werfen dich ab. Mhm. Ja. Jetzt ist halt die Frage, will ich erst hoch oder erst runter? Erstmal hoch, weil hier sind nur Plattformen mit Kleeblättern. Es ist etwas größer, aber nicht so groß, wie ich eigentlich gewohnt bin. Oder wie es sein sollte eigentlich. Ja. Ach so.
Da wir eh wahrscheinlich irgendwann runterfallen werden. Ich habe ja so das Gefühl, wir müssen da hinten rüber. Okay. Ja, hier bei den Pilzen. Dann erst mal gucken, was wir noch so hier finden, außer Nüssen. In denen komischerweise Mandarinen oder so versteckt sind. Und ein bisschen Geld. Hier frisst Bombe. Bald. Eine Flasche. Wird das als Schatz betrachtet? Oh oh. Das ist eine Blockierspinne, Ami. Ich frage mich, warum sie sich auf einmal so vom Bogen hat. Jetzt werden wir bestimmt einen Haufen Probleme kriegen, hier wieder rauszukommen. Ja, lass mich raten, wenn wir näher rangehen. Dumme Spinne, aber mach nichts, was du später bereuen wirst, Fellknäuel. Die riesigen kleinen Krammer lieben es, sich in den Weg zu stellen. Sie werden uns in Ruhe lassen und dann wir sie in Ruhe lassen. Ihr so ein Fass. Bringt nicht viel.